Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Minecraft After Humans. Jetzt kriege ich meine eigene Ansage nicht mehr hin. Toll. Wir sind ja da hinten dabei, gerade die Salzproduktion irgendwie anzuwerfen und ich wollte diesen Schlüssel bauen, damit wir wahrscheinlich, hoffentlich, funktioniert nicht. Braucht das Basiszahnrad. So. Ach, dafür brauchte ich Stein. Okay, gut, dass ich's bei hatte, ne? Elektrischer Stahl. Natürlich habe ich den nicht. Ach. Und Schrott. Silizium, Stahlbarren. Pulverisierte Kohle und Silizium. Das haben wir. Haben wir auch eine Legierungsschmelze hier? Wahrscheinlich nicht. Ach, das macht ja richtig Arbeit hier. Kann ich nicht noch einen anderen Schraubenschlüssel bauen? Ich guck mal kurz. Schraubenschlüssel. Guck mal, da gibt es ja so tolle Sachen hier. Schraubenschlüssel. Stahlzahnrad. Oder kriegen wir doch hin, doch mal. Dann probieren wir den aus. Ich habe keinen Zinn in der Tasche, ne? Dann holen wir uns kurz mal Zinn. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir das letzte Mal hier reingeschmissen, einfach. Ja, so sieht's aus. Haben wir hier im Bett, ja. Dann können wir auch mal schnell schlafen gehen, dann ist es wieder hell draußen. Dann müssen wir hier nicht im Dunkeln arbeiten und man sieht wieder nichts und so. So, jetzt haben wir es hell. Weil man hier drinnen natürlich nicht sieht. Naja, obwohl hell, irgendwie. Komisch, nicht hell. So, wie war der? So. Ich mache das jetzt mal ganz kurz aus dem Kopf. Ich hoffe, das passt. Das passt ganz gut. Und dann hoffe ich, dass wir das damit umgedreht kriegen. Unsere kleine Itemleitung. So, gucken. Ja. Gut, Pfeil geht da rein, also alles gut, ne? So, dann probieren wir das mal mit dem Topfi aus. So. Ich werde mal den Schraubenschluss aus der Hand packen, nicht, dass der gleich wegzottelt. So. Zack, raus, weg. Und jetzt müsste er da oben drin sein. Ist er auch. Würde ich da sagen, Topf. Nee, so war. So. Genau. Ah, jetzt muss ich natürlich sehen, wie ich das Salz da raussortiert kriege, ne? Der Topf muss ja jetzt theoretisch hier wieder rein. Wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ups. So. Nein, nein. Ach, Quatsch. Hier, hallo, mach mal. Na. Was machst du denn jetzt? Ey! Der macht jetzt ganz komische Sachen hier. So. Kann ich den nicht aber auch einstellen? Leitung, genau. Extrahieren. Deaktivieren. Kabel grün, ja, okay. Meinetwegen. Redstone-Signal bräuchte ich nicht. Signalfarbe, ja, okay. Kabel grün. Na, grün, so. Wie kriege ich jetzt das sortiert, dass da nur ein Ding reingeht? Deaktivieren. Ein Filter. Itemfilter brauche ich wahrscheinlich, wa? Ach, ist so kompliziert. Item. Ach, mit E. Item, ja. Hier, wa? Erweiterter Itemfilter. Mir reicht wahrscheinlich ein einfacher, oder? Ach du Scheiße. Papier und ein Trichter. Warum Papier? Der große. Ja, da brauche ich so einen Schlüssel. Okay, nee, so weit wollen wir nicht. Ach ja, genau. Nee, ein einfacher reicht mir. So, Papiro. Papiro und Trichterolo. Hatten wir hier zu. Also mit dem Schlüssel kann ich alle drehen. Super. Hier hatten wir noch Kisten drin. Okidoki.
Dann machen wir erstmal einen Trichter. Ich mache mal zwei gleich. Zwei Itemfilter, weil irgendwie müssen wir ja die anderen Sachen da auch noch wegkriegen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da wahrscheinlich einen Filter mehr brauchen. So. Zack. Papier. Weiß ich gar nicht, ob wir Papier noch hatten. Wir könnten ja hier draußen auch schnell mal ernten, wa? So. Den haben wir auf jeden Fall. Na. Papier. Dazu haben wir das hier alles angepflanzt. Noch irgendwo was? Nee. Dann haben wir erstmal genug Papier. Hoffe ich mal. Fall sollte es für ein, zwei Item-Trichter reichen. Ist nicht einer reingefallen? Nö. Gut. Bin ich. Wie waren Papier? Alles in einer Reihe. Ah, ich werde schon rausfinden. Und wie war jetzt der Trichter? Ich komme hier langsam echt durcheinander. Ja, mal genau. Upala, zwei Stück bauen. Gut. Itemfilter, yippie, yippie, yu. Jetzt geht's los. Wir machen einen Itemfilter rein. So. Okay. Ein. Ganz genau. So, und da soll jetzt natürlich der Topf durch, ne? Oh, jetzt sind alle durch. Okay, spannend. Ah, da soll ja jetzt. Nee, Mann, oh. Was ist das? Da ist doch was falsch, oder? Soll ja raus. Hoffe ich. Was ist denn nun hier? Ich hatte doch einen Itemfilter drin. Wo ist mein Itemfilter? Keine Ahnung. So, der soll da jetzt durchgehen, ne? Schauen wir mal rein. Nein, da soll es mal gucken. Geht jetzt nur mit vollem Wasser oder was? Topf geht rum. Sehr schön. Das klappt schon mal. So, und nun müssten wir theoretisch ja nur. Sehen, dass wir hier jetzt noch den Eimer reinkriegen. Und der musste dahin gestellt werden, ne? Genau. Okay, jetzt ist er da drin. Zack. Der Eimer bleibt da und der Topf ist wieder da. Okay, das funktioniert schon mal. Salz haben wir auch. Also mit dem Salz, das funktioniert. Das läuft die Produktion. Wunderbärchen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir den Eimer noch hier reinkriegen. Und das könnten wir ja nach meinen Ge gut düngen von hier hinten machen, oder? Zack. Mal den jetzt einfach hier ran, nein, hier ran klatschen. Ah, die verbinden sich. Gut, das können wir ja gleich ändern, ne? So, war zu weit, ne? Oder? Nein, ist genau richtig. Zack. Und zack. Dann geht er da nämlich rein. Dann ändern wir ihn hier mal. Genau. So, da oben müssten wir das auch ändern. Und jetzt fehlt mir natürlich irgendwie mein einer Filter. Ja, müssen wir nochmal einen Filter bauen. Keine Ahnung warum. Wir haben natürlich keine Kisten, aber wir hätten alles bei. Eisen sieht auch schon wieder schlecht aus. Aua! Wollten wir auch gleich mal mitnehmen. Und gleich wird die Schmiede höher. Ich freue mich schon drauf. So, Eisen, dann bauen wir halt nochmal so einen Filter. Meine Güte. Obwohl, wir könnten direkt nochmal zwei bauen, ne? Weil ich will ja das Salz auch raus haben und vielleicht in so eine Box erstmal zwischenlagern. Machen wir mal nochmal zwei. Ich hoffe, er verschwindet nicht gleich wieder. Achso, ich habe keine Kiste. Oh, ach. Schon wieder drei Schritte voraus. Eins, zwei. So, zack. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei.
Haben wir die Trichter. Ach, ich weiß schon wieder nicht, wie der gebaut wurde. Zack. Möchten nur zu gerne wissen, wo der andere Filter gelandet ist. Der kann ja nicht kaputt gegangen sein. Vielleicht beim Umstellen, dass das da irgendwie weggebackt ist oder so. Keine Ahnung. Na gut, dann werden wir das mal probieren. Item. So. Der Topf soll weg, ne? Quatsch, der Eimer. Zack. Eimer. So, der Topf ist da. Wenn ich jetzt den Eimer da reinpacke, kommt er wieder. Nö. Der Eimer ist noch da drinne. Ich kann nur unten rausnehmen, ne? Ist das richtig? Na, komme ich nicht ran. Weil dann würde ich den noch so machen. Könnte natürlich sein, dass der Top jetzt da durchgeht. Achso, die Eimer habe ich hier. Kann ich ihn jetzt... Ihn kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wo er lang gehen soll, ne? Toll, jetzt ist der da oben abgeknuddelt. So. Probieren wir einfach nochmal. Achso, ihm müsste ich jetzt natürlich aber nochmal sagen, dass er auch die Dinger durchgehen lassen soll, ne? Aber wahrscheinlich schmeißt er die jetzt da rein, oder? Wir probieren es einfach. Was soll passieren? Ja, er packt die natürlich da oben rein. Er packt die natürlich da oben rein. Kann ich die nicht zusammenpacken? Ach, Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz was trinken, tut mir leid. Aber irgendwie... Scheiß Krankheiten. Und immer erwischt es mich. Ah, ich muss mal schlafen gehen. Das ist mir schon wieder zu dunkel hier. Ich habe das Gefühl, heute vergeht die Zeit viel schneller, ey. Irgendwie wird es hier permanent Nacht. Jetzt schon das vierte Mal, dass ich in einer Aufnahme schlafe. Also in zwei Folgen sozusagen. Gut, warum funktioniert das jetzt nicht so, wie ich das will? Also ich weiß natürlich, wir müssen hier unten raus. Der gibt es nicht an der Seite raus. Aber wie kann ich ihn jetzt sagen, wo lang was soll? Weil ich kann ihn ja jetzt hier überhaupt nicht anklicken. Mal kurz was aus der Hand, damit ich da nicht gleich weghaue. Nee, ich kann den Leitungen nicht sagen, da geht der hin, da geht der hin. Warte mal, dann machen wir das anders. Habe ich. Ist wahrscheinlich das Profitabelste jetzt, aber. Mir fällt jetzt gerade nicht besser ein. Falls ihr eine bessere Lösung habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt die Sachen in eine Kiste packen. Ich glaube, das geht aber gar nicht, weil da jeweils nur eine Sache reingeht, ne? Warte mal, kann ich ihn hier oben vielleicht sagen? Dass da jetzt. Achso. Warte mal, bin gleich wieder da. Da soll der Topf rein und nur volle Eimer Wasser. Probieren wir das doch mal so. Hol ich mir mal ganz kurz Wasser hier. Zack.
Wir gehen jetzt so, zack. Da dürfen nur volle Eimer Wasser rein und der Topf. Dann dürfte man ja keine leere Sachen da reinpacken, oder? So, machen wir mal kurz. Zack. Der Topf ist weg. Kommt wieder. Ah! Jetzt funktioniert es. Wunderbar. Cool. Ging ja doch einfacher, als ich gedacht habe. So, Salz läuft, finde ich super. Und dann bauen wir jetzt hier so eine Kiste. Und ich hoffe, dass wir die auch mit diesen Itemleitungen bewegt kriegen. Habe ich noch einen Filter? Habe ich. Dann können wir nämlich da das Salz dann einsortieren. Und dann müssten wir eigentlich auf Lebzeit genug Salz haben. Wie waren denn jetzt bitte die Kisten? Waren die so? Ich habe keine Ahnung mehr. Schon wieder viel zu lange nicht gespielt. Wichtenschubfach, ganz genau. So, das machen wir dann natürlich später irgendwo richtig schön. Und das ist jetzt hier einfach erstmal nur so, dass es funktioniert. So. Zack. Dann gehen wir mal hier hoch. Salz habe ich in der Tasche, war ja. So, dann setzen wir den mal hier rein. Das raus. Und dafür Salz rein. Und dann drehen wir den nur um. Und wir haben einen Topf drin. Warum haben wir jetzt da einen Topf drin? Weil wir hier nicht angegeben haben, Salz soll dadurch, ne? So. Salz läuft durch, aber ich habe ihn doch hier normalerweise gesagt. Wo ist denn der Itemfilter jetzt schon wieder? Ich krieg ja hier eine Krise. Wenn ich den Topf da jetzt reinmache, dann geht es trotzdem? Ja, es geht trotzdem. Und du füllst dich. 7. 8. Okay, es läuft. Ist das geil, dass das doch noch funktioniert hat. So, dann haben wir hier den aquiöse Akkumulator, den Flüssigkeitstransponder. Da machen wir immer den Eimer rein und lassen den füllen. Jupp, der geht hier rein. Hier haben wir den Topf drinne und das Wasser kommt, dann machen wir dazu Salz. Hier oben, zack. Salz geht da rein, der Kochtopf geht dann wieder da rein und der leere Eimer da rein. Haben wir geschafft. Super. Wir haben nie wieder Salzprobleme. Ich brauche unterwegs kein Salz mehr mitnehmen. Wir haben genug Salz zu Hause. Und weil wir so viel Salz haben, können wir ja hier jetzt mal Deck rausnehmen. Und die können da eigentlich wieder rein. Genau. Und dann können wir hier hinten mal ganz viel Käse machen. Ne? War das Käse? Wozu wir Salz brauchen? Ja, ne? Ah, Entschuldigung. Diese scheiß Krankheiten. Jetzt habe ich mir fast vergessen, ob da Salz reinkam. Da kam Salz rein, ne? Ich wollte mir hier immer mal Schilder machen, wo was reinkommt. Jetzt gucke ich aber lieber mal unten. Nicht, dass das falsch war. Hallo, Schafi. Gucken wir mal. Und dann müsste normalerweise die Käseproduktion laufen. So, Salz kommt. Wunderbar. Aber der Topf nicht. Doch, da ist er gewesen. Achso, der konnte gerade nicht rein, weil das Salz gerade geliefert wurde. Okay, und wir haben nie mehr Probleme mit der Sojamilch, dass sie überlaufen kann. Wunderbar. Dann könnten wir das hier später auch alles mit Itemleitungen machen. Das nimmt natürlich wesentlich weniger Platz weg als diese Hopper-Ducks. Aber was sollten wir denn später machen, wenn wir wirklich mal Enderperlen an Gro haben? Weil die paar Enderperlen, die wir jetzt hier hatten,
Gut, wir haben ein paar Items in Leitung rausgekriegt, aber sollte denn am Ende doch noch mal ja nicht so viel kosten. Aber wenn ich überlege, wir hatten jetzt hier schon Ewigkeiten gespielt und gerade mal zwei Enderperlen gehabt. Die wir wahrscheinlich irgendwo in den Höhlen gefunden haben. Oder hatten wir schon mal einen Enderman gekillt? Ich wüsste ja nicht mehr. Ich bin voll, ne? Hm, super. Gut, kompostieren wir die Dinger nochmal schnell. Upsa, upsa. Dann können wir uns hier richtig schöne Felder machen. Ich freue mich schon drauf. So, hier haben wir schon kompostiert alles. Super. Ups. Einmal genau, du nicht da rein. So. Dann kann er schon mal weiter kompostieren. Dann holen wir uns mal den letzten Müll, der da noch liegt. Dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig. Und hier schon wieder alles nachgewachsen. Das wächst wie Heu. Also wenn ihr wirklich mal kompostieren wollt, nehmt euch hier diese Bambusteile. Ich schwöre euch, ihr habt in ein paar Wochen ein riesen Feld. So, zack, zack, zack. Ich bin schon wieder voll. Alter. Und ich komme hier nicht weg. Hilfe. Gut, das reicht dann aber auch. Der Rest kann da ruhig verpuffen, verschwinden. Oder ich mache das jetzt gleich während der Aufnahmefolge, weil die Aufnahme ist ja schon wieder vorbei, die Folge. Wir sind ja schon wieder bei 21 Minuten und sonst was. Nicht gut, das ist nicht gut, das wird immer viel zu lang. So, ich krieg hier nicht mal alle drin. So, gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben ja echt mal was geleistet hier. Wir haben unsere Salzproduktion ja, auf unendlich gestellt. Mehr geht nicht. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, tschüss und bye bye.